Hallo liebe Freizeitparkfans, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Emmy Pictures Freizeitpark TV. Vor kurzem hat eine Nachricht aus dem Hansapark für Aufregung in der deutschen Freizeitparkszene gesorgt. Dort soll in der Saison 2015 eine neue Achterbahn entstehen, Kernan. Soweit, so gut. Eine schöne Nachricht, aber eigentlich kein Grund dafür, extra ein Video zu machen. Wäre da nicht noch der Begriff Hypercoaster gefallen? Dieser Zusatz hat für viel Wirbel und noch mehr Spekulationen gesorgt. Es wurden über Hersteller und Höhen genauso wie über mögliche Farbfiguren und Besonderheiten der Bahn spekuliert. Den Spekulationen möchte ich mich jetzt aber nicht anschließen, sondern hier einmal die bisher bekannten Fakten vorstellen. Die Achterbahn Kernan wird laut Parkmanager Andreas Leicht eine Höhe zwischen 61 und 91 Meter erreichen. Diese Aussage stammt aus einem Radiointerview mit dem Parkverantwortlichen. Darüber hinaus ist sonst noch bekannt, wann die Bahn eröffnet und in welche Richtung die Thematisierung gehen wird. Kernan wird in der Saison 2015 im Hansapark eröffnet. Der Name Kernan lässt auf eine Geschichte ganz im Zeichen der Hanse und des Hansaparks schließen. Unter diesem Namen ist nämlich ebenfalls eine alte Burgbefestigung in der Stadt Helsingborg bekannt. Heute steht von dieser Befestigung nur noch ein Turm. Und eben dieser ist quasi identisch mit dem Turm des ersten vom Hansapark veröffentlichten Bild zur Achterbahn. Man könnte aus diesem Bild auch Rückschlüsse auf mögliche Hersteller schließen. Da solche Artworks aber nie zu 100% das wirkliche Endergebnis zeigen, bin ich mit so etwas vorsichtig und werfe da mal keine Namen in den Raum. Ich weiß, das sind nicht wirklich viele Fakten, aber allein diese lassen auf etwas wirklich Großes und Spannendes im Hansapark hoffen. Lassen wir uns also vom Park überraschen und freuen uns, auch wenn es noch anderthalb Jahre Bauzeit sind, auf die Neuheit an der Ostsee. Wenn ihr aktuelle News zu dieser Bahn haben wollt, empfehle ich euch Informationsseiten rund um Freizeitparks oder auch die Homepage des Hansapark. Weitere Details vielleicht auch hier auf meinem Kanal. Damit möchte ich mich verabschieden. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Video bei Emmy Pictures Freizeitpark TV.